Und damit hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Episode Pokémon. Yay! So, es haben sich keine neuen Pokémon hier aufgetan, aber wir haben hier eine neue Trainerin. Das bedeutet, wir können die beiden, die können wir alle nicht vorschicken, die empfindlich gegenüber gekämpft sind. Dann lassen wir es mal so und wechseln in der Not aus, je nachdem, was er hat. Ich arbeite hart und dasselbe erwarte ich auch von meinen Pokémon. Im schlimmsten Fall müssen wir Mr. C einfach sogar in die Box werfen. Aber ich denke mal, wir schaffen das, dass wir jetzt langsam mal zur Arena kommen. Irgendwann sollten ja auch die Gegner nicht mehr da sein. Wir können halt nicht so effektiv erkunden, finde ich. So, jetzt sind wir nämlich schon am letzten Level. Was kann Tränendrüse? Der Anwender steht Tränen in den Augen, wodurch das Ziel seinen Kampfeswillen verliert. Angefutscht. Nee. Ja. Boah, das ist halt auch ein. Das ist das Problem. Es ist noch nicht Stahl, wenn ich es richtig weiß. Nee, wir müssen so weitermachen. Ah, wir haben. Es ist einfach nur Boden, soweit ich das weiß. Es wird erst mit der Entwicklung zu Stahl. So. Okay, wir haben ein bisschen Zeit. Oh, ein Mikro könnte sich entwickeln. Deine Pokémon wird sich hervorragend in meinem Team machen. Ja. Ha! Die alte Pokémon-Erfahrung funktioniert wie immer. Nanu, Mikro entwickelt sich. Oh, das sieht ja fast so aus wie dieses Mikro wurde zu Kranowitz. Ist es vielleicht das Pokémon, was uns hin und her fliegen kann? Es weiß Objekte geschickt einzusetzen, so greift und wirft es zum Beispiel kleinere Steine mit seinen Krallen und wickelt Seile um Gegner. Gut, viele Pokémon sind irgendwie schon ziemlich intelligent. Also hier haben wir das Fleckneu. Waren da gerade ein paar von diesen Geoden-Dingern in der. Paar Plateauschuhe. Der Träger wird nicht mehr durch Fallen und andere Objekte beeinträchtigt, die auf dem Boden liegen. Hä? Fallen? Ja, okay, ich war gerade so geistig so ein bisschen. Okay, versuchen wir mal, ob das so funktioniert. Das Problem ist, wir haben ein Unlichtproblem. Da bin ich extra hier, um nach Items zu suchen, und das finde ich einen Trainer. Arbeite, Emil, fordere dich heraus. Clonkett. Ah, okay, der hat so ein Steinchen. Das ist nicht gut. Ich habe nämlich einen Käfer ihm gerade entgegengeworfen. Konfusion, sei verwirrt. Solange er nur Tackle einsetzt, ist alles okay. Keradar ist nicht so schwach. Scheint mir zumindest. Aber ich denke mal, wir müssen jetzt auf die nächsten Entwicklungen ein bisschen warten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich noch irgendeins der Pokémon, die ich habe, weiterentwickelt. Ich würde meine Theorie hochhalten und sagen, der Rest von unserem Team, also Wolli, Kleptifuchs, Raffel, sind alles weiblich. Die lassen sich halt ihre Zeit. Nee, aber wirklich, die...
Mit einem Item hätte ich den Kampf bestimmt noch herumreißen können. Die entwickeln sich alle erst so um die in den 20ern. Wie Männer. Männer entwickeln sich halt einfach früher, aber dafür auch nur körperlich. Und Frauen entwickeln sich halt etwas später. So, jetzt haben wir es bewiesen dank Pokémon. Und da vorne haben wir einen Trainerkampf, den ich schon jetzt nicht mag. Deswegen einen Trank einsetzen. So. Das Interessante an der Tatsache ist, mehr als das brauchen wir nicht. So, wo kommen wir dahin? Ach ja, das ist der von Rose empfohlen. Willst du etwa hier durch? Das würde ich mir an deiner Stelle nochmal gut überlegen. An mir kommt kein Trainer, der im Besitz eines Wunschsterns ist, ungeschoren vorbei. Du bist doch diejenige, die vom Champ für die Arena-Challenge empfohlen wurde. Habe ich recht oder habe ich recht? Na, wie armselig. Jetzt hör mir mal gut zu. Der Liga-Präsident ist tausendmal wichtiger als der Champ, kapiert? Ich habe eine Empfehlung vom Liga-Präsidenten. Das heißt, ich bin auch tausendmal wichtiger als du. Falls dir das gerade zu hoch war, demonstriere ich dir meine Überlegenheit jetzt im Kampf. Nervensäge. Pokémon-Trainer Bettis fordert dich heraus und hat einen Superball. Oh. Verschwendung. Monozyto. Monozyto. Hast du schon etwas von Käfertrutz gehört? Nein, jetzt hast du es voll mitbekommen. Ich muss dem Pokémon ja auch die Gelegenheit geben, sein Können zu beweisen. Oh, Notsituation. Natürlich, wenn du damit drauf gehst. Aber ein sehr ungewöhnliches Pokémon für einen Rivalen. Ich erwarte eigentlich immer noch. Oh, Doppel. Das ist ja genial. Nehmen wir einen Igel weg. Wir brauchen eine Doppelkick-Volley. So, Primova. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also nehmen wir einfach unsere Volley jetzt. Brim könnte irgendwie ein Feld sein oder sowas. Also es könnte Gestein sein. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ein Doppelkick wird uns verraten, ob es anfällig ist für Kampf. Nein. Ah, auch wieder ein Psycho-Pokémon. So imitiert es. Okay, ich hab's verstanden. Du bist ein Psycho. Du bist halt voll Psycho, der Typ. Dann werden wir mal sehen, wie er mit sowas klarkommt. Unlicht interessiert sich nicht für Psycho-Konfusion-Spielchen. Ja, und deshalb wird es sehr effektiv. Oh, das war aber dann low gewürfelt. Das sieht insgesamt schon ein bisschen besser aus. Ja, ich wusste doch, dass wir es mit Prügler one-hitten. Und es gab ordentlich Erfahrungspunkte für Wally und Klepti.
Molimobra. Ich glaube, das ist die Entwicklung von Monozyt. Ah, das habe ich mir nur dabei gedacht. Ach nee, das ist dieses Psycho-Pokémon. Ich glaube, das ist so das Pendant zu Gardevoir. Warum ist der erste Hit eigentlich immer so schwach? Ach, jetzt weiß ich warum. Die Stärke von den Hits ist ja nicht abhängig von dem Pokémon, was ich hier habe, sondern von den Pokémon, die angreifen. Weil ja eigentlich nicht, eigentlich greift ja nicht Kleptifuchs sechsmal an, sondern alle Teammitglieder greifen einmal an. Und da unser Team eben aus sechs Pokémon besteht. Aber das ist noch etwas, wo sie arbeiten können, dass sie auch richtige Animationen für die Attacken machen. Ich meine, die haben sie ja schließlich zu Stadium haben sie es mal gemacht. Level 17. Verstehe. Na was soll's, ich habe auch nicht ernst gemacht. Ich habe irgendwie wirklich ein Levelproblem. Erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass du überhaupt dazu fähig wärst, dich zu wehren. Aber jetzt kenne ich deine Tricks und Strategien und ich vergesse nichts. Sollten wir uns hier in einem offiziellen Kampf begegnen, hast du keine Chance gegen mich. Wie dem auch sei, ich habe alle Wunschsterne, die es hier drin gab, bereits eingesammelt. Höchste Zeit, dieses Loch zu verlassen. Warum klaut er die Wunschsterne? So nach dem Motto, ich kann nur Meister werden, indem jemand anderes da ist, der Meister werden kann. So, noch ein Säckchen Sternenstaub. Klingt eigentlich eher wie so eine Droge. Hey, hast du noch einen Beutel Sternenstaub? Ah, das ist die Schwester, oder? Hallo, meine große Schwester und ich betreiben hier ein eigenes mobiles Pokémon Center. Du hast es echt weit gebracht, nicht schlecht. Warte, ich pöppel deine Pokémon wieder auf. Bim, 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 bim. Hier auf der anderen Seite von Galarmina 1 beginnt Route 4, Arena Challenger. Arena Challenger. Turffield ist nun auch nicht mehr weit weg. Wir müssen endlich mal dahin. Oh, da haben wir ein Cam. Ist es jemand? Moment, ich möchte mal... Ist es überhaupt an? Oh, ich werde es in der nächsten Pause anmachen. Noch gemeinsam spielen und kochen beim Pokécamp werden Pokémon Zutat hier. Wenn du Lust hast, kannst du in meinem Pokécamp einen Besuch abstellen. Mareike. Wir gucken nur mal rein. Weil. Ach, die hat einen Bronzong, die hat einen Trastler. Was sind. Guten Tag! Dein Kira da ist total gewitzt. Geh wieder. Losspielen gehen. Das ist ein Pikachu. Ich wollte mit der Dame reden. Mit Trainer reden so. Guten Tag! Knäuli, achtet auf Geräusche, nicht wahr? Okay. Hallo Kirada, wie geht es dir? Si. Ist in Spanien. Und da haben wir aus XY. Diese Motte. Okay. Das sind lauter Pokéfans. Okay. Also das Problem ist langsam. So, weiter schütteln. So, fünfmal. Genau, und jetzt hören wir auf.
3, 4, 5, 6. So. Das ist hier der letzte und dann haben wir hier sogar noch ein paar Trainer. Ja, aber wir haben prinzipiell... Prinzipiell sind wir Pokémon-technisch schon ziemlich gut ausgerüstet. Wobei du... Ich ordne sie gerne nach Level an. So. Da muss eben das Backen-Pokémon ran. Ich trainiere meinen Pokémon-Team beim Camping. Der letzte Schliff ist dann im Kampf gegen dich. Züchter. Setz Mauzi ein. Ach du Schande, was ist das? Ach du Heilige, was ist das? Das ist doch Garfield. Okay, wir deffen jetzt einfach mal hoch. So. Mit zwei Hoppern drin dürfen wir auf jeden Fall kein Problem haben. Backenstopfer. Jetzt sag mir nicht, dass ich dem alle Angriffsattacken verlernt habe. Das wird doof. Ach je. Das ist ja blöd. Sein Mauzi ist nicht besser, weil das kann irgendwie nur Heuler einsetzen. Ah, jetzt kannst du auch mal einen Kratzer einsetzen. Ich dachte schon, das ist so fehlgezüchtet, dass es nur Heuler kann. Ja. Okay, wir können leider mit Raffel im Prinzip nicht mehr machen, außer es jetzt zu besiegen und dann das Pokémon zu wechseln, weil das dauert mir viel zu lang. Und dieses Garfield-Mauzi. Aber wenigstens hat es das Level up. Ja, Smetbo. Was kann ich Smetbo besiegen? Nehmen wir Kleptifuchs. Ich glaube, Smetbo ist schon Psychokäfer. Das kann zumindest ein paar Psycho abschießen. Ach verdammt, natürlich ist es Käfer auch noch. Aber ich hoffe mal, es ist Psycho mit. Aber es ist kein Farbenschuss. Okay, das ist nicht wenig. Aber noch lange nicht die Hälfte. So. Wir brauchen drei Prügler, um Smetbo-Runde zu prügeln. Warum muss ich mich ja immer weiter verlangsamen? Kann das auch irgendwelche anderen Moves? Oder dann ist Konfusion erst auf einem späteren Level? Oder nur bei der Entwicklung und deswegen ist es jetzt broken. Weil es nur die Attacken, die es durch Level-Up hat.
Oder der Typ ist einfach ein schlechter Trainer, aber der hat auch vorhin schon zigmal Heuler angesetzt. Vermurkse. Pflanzen-Pokémon. Also wir haben echt langsam ein Problem und ich hoffe, dass wir in den, beim nächsten Mal die Arena aufsuchen können, weil ja, wir gehen halt langsam so die Optionen aus wegen den EP. Ich meine, bis Level 20 gehören sind wir noch, aber und ich dachte, wir wären bestens vorbereitet. Ach, oh, Kleptifuchs entwickelt sich unerwartet. Dann hat es wohl doch 3 Entwicklungsstufen. Na, ich hätte gedacht, das wäre so wie, Glückwunsch, ein Kleptifuchs hat sich zu einem Gaunux entwickelt. Es markiert heimlich die Beute, auf die es ein Auge geworfen hat. Dann folgt es dem Geruch und stiehlt sie, wenn sich die Gelegenheit bietet. Gaunux versucht Raub zu erlernen. Ah ja, komm, mach mal. Statt Clownwetzer, kannst du jetzt Raub. Ich hoffe nicht, dass ich Pokémon hier teilweise nach irgendwelchen. Was ist das? Okay, da sind Diktas. Und da sind noch mehr Trainer. Das sind lauter Evoli-Trainer, aber nee, ich. Oh, also die Route muss ich nachher mal machen, weil ich bin jetzt ja schon. Wolli, bleibst du wohl hier geblieben? Wolli! Wolli ist mit dir zusammengestoßen und stehen geblieben, als du dann schwer verletzt auf dem Boden liegst. Und das werden wir uns beim nächsten Mal ansehen, was da auf uns zukommt. Bis dahin, auf Wiedersehen.